Ah. Da hat jemand keine Reparaturkosten. Heißt das jetzt Kekse? Vielleicht einen halben. Kann ich auch ein Duplo bestellen? Ausnahmsweise. Aber die kosten auch normalerweise 10 Kekse. Tja, jetzt habe ich es leider doch schon so gemacht. Fliegen wir doch mal rüber nach Altenmark, in der Hoffnung, dass da noch eine Kurita-Mission ist. Zack. Er weiß, dass ich es wert bin. Er war einfach leider ganz kurz in der Sinne. Das hat eher was mit Mitleid wie mit Schätzung zu tun. Hm? Nochmal was? Das hat eher was mit Mitleid wie mit Schätzung zu tun. Schön. Alter, es tat ja schon fast weh. Nein, wir mögen die. Das ist gut, ich mag mich nämlich nicht. Ach, das dann. Denk mal drüber nach. Was? Also, wir haben jetzt eine Assassination. Ah, du bist wieder injured. Wir haben keine Ersatzpiloten mehr. Wieso bin ich denn schon wieder injured? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Das kann nicht sein. Guck dir mal meinen Mac an. Cockpit hat nichts abgekriegt. Nichts abgekriegt. Echt, der Panzerung ist vom Mac runter. Ich meine goldene Schauer hier wieder haben. Was? Also, so langsam. Das Problem ist, ich kann dir jetzt halt nur noch einen Injured Piloten anbieten. Ja, oder du musst 20 Tage warten. Ich wollte gerade sagen, ist halt nur für 20 Tage verletzt. Also, das ist ja schon mal. Die kann man dann noch ausbilden. Ja, vor allem in 20 Tagen sind, glaube ich, auch alle Max wieder fertig. Komm. Dann nehme ich mal fix den hier, dann kann ich in Ruhe warten. Nein, das war der falsche. Ich habe keinen Mech, ja, ist ja okay. Ja, du kannst noch einen 125 Tonnen Mech nehmen. Ja. So. Sucht euch eure Mechs aus. Hallo, Arif. Willkommen Abend. Zum späten Abend. Hola. Ja, dann 20 Tonnen haben wir noch frei. Ich komme klar ab hier. Es sei denn, du sagst, du hast ich da jetzt noch das. Einen schönen Anni für mich. Grundsätzlich leider gerade nicht. Aber wenn du eine Schulterplatte von einem Anni findest, könnte ich dir einen neuen bauen. Computer sagt nein. Wir sind keine Sucht, die ist keine Sorge. Wir hören schon irgendwann auf. Wir können jederzeit aufhören. Wir wollen nur nicht. Bei mir schneit es im Hangar. Okay, das Fenster ja, bei mir auch. Ja, es tut mir leid. Bei mir ist die Klimaanlage falsch eingestellt. Ich habe Fahad schon gesagt, er soll die Klimaanlage wieder korrigieren. Aber ja, wir haben nur zwei Ziele. Nicht? Ja, es ist eine Assassination, also von daher. Der linke ist eine 1600. Von ja, hier. Wir zielen gerade alle auf die richtige Seite, würde ich behaupten. Nicht wollen impliziert auch eine Sucht. Ach so. Okay. Ich kann jederzeit anfangen. Mhm. Richtig, ich will nur nicht anfangen. Felsen. Also nicht aufhören wollen. Ach was. Ah, wir bekommen Zoom. Ich habe ein Ziel für dich aufgeschaltet. Ist zu spät für Perfektionismus, ist okay.
So 90 Raketen für einen Wing. Ja, der ist wenigstens gut durch. Ja. Und jetzt kriege ich Hunger. The whole gang ist hier. Ja, perfekt. Also perfekt koordiniert. Nope. Da kommt ein SRM-Carrier ums Eck. Soll er kommen. Und geht. Ach Mensch, ein Stalker. Ja. Das ist ein Awesome für dich, glaube ich, für die aufgeschaltet. Ja. Ja, ich kann gerade nicht, da ist gerade ein Satz direkt vor mir. Ah ja, jetzt kann ich, könnte ich wieder. Ja, ich habe. Was haben wir heute für ein schönes erreicht? Ach, wir haben schon einiges erreicht. Wir haben mittlerweile zwei maximal schwere Mechs. Habe ich gerade einen RC seinen Kopf getroffen? Nein, das habe ich mit der RC-20 getroffen. Wieso zum Teufel schießt du eigentlich nur auf mich jetzt, blöde Crap? Was habe ich dir getan? Noch nicht genug. Ja, das ändern wir mal. Panzerung durch. Tschüss. Ja. Ich mag meine Kappen gut durch. Gut durch und rot. Nettes Rot, Dr. Hummer. Und hier ist so Awesome für dich, direkt auf dem Präsentierteller. Kriegt doch gerade schon. Golden Shower, komm. Hab ich schon gesehen. Das nächste Mal darf es gerne ein bisschen mehr auf dem Kopf sein. Das kann ich leider nicht beeinflussen. Ja, glaub, dann lass stecken, weil... Treffen, oh, die können treffen, aber... Ich habe ihn geköpft. Mit der AC-20. Nice. So, und jetzt hast du auch die Antwort, warum die AC-20 da drin ist. Oh, ich habe den Lokus gerade geheadshottet. Das ist okay. Gib einen extra Keks. Juhu! Toll. Ich hab Rossen geheadshottet, und? Aber du hast es nicht aus Versehen gemacht. Nein, du kriegst auch nichts. Ich hätte schon da eigentlich aus Prinzip. Das stimmt schon. Ja, was denn? Der Mann hat Prinzipien. Headshot. Nein, ich schieße nicht auf den Merk. Ich treffe das Cockpit gerade nicht. Ja, wie war das? Den Locus im vollen Sprint in den Kopf getroffen? Erkernt. Pass auf. Was hat zwei Daumen und zielt nur auf den Kopf? Ich, aber ich treff's nicht. Evakuierungsprobe. Ja, ist okay. Lass uns gehen. Schön, wie der Stalker da gerade runterrutscht. Juhu, Schlitten fahren. Freizeitpark. Was? So, ich möchte bitte anmerken, der andere Atlas, also Rasil, hat viel mehr Schaden kassiert als ich. Ja, bei dir wird's teurer, keine Sorge. Ja, genau, das ist wieder der Punkt, pass auf. Jetzt komm. Ich hab wahrscheinlich schon wieder irgendwo Panzerung durch, ohne dass ich's gemerkt habe. Hast du denn deine Arme? Beide sogar. Ja. Und die haben sogar beide noch gut Panzerung. Ich nicht mehr. Richtig. Also rein vom Layout her würde ich sagen, der Mech kommt mit beiden Armen, beiden Beinen und allen Köpfen nach Hause. Ja, sehe ich nicht. Rein vom Spiel bin ich mir da nicht so sicher. Schnee im Sommer. Ja. Der beste Schnee. Und allen Köpfen, richtig.
Ja. Mindestens einen. Wir hätten theoretisch den 8T mitnehmen können. Schade, schade, schade. Ja, dem fehlt auch nur der Kopf und ein bisschen Panzerung. Dieses Mal hast du tatsächlich die höhere. Ja, wir haben auch beide im Atlas gesessen. Also, oh Wunder, oh Wunder. Aber jetzt sieht er mich auch nicht mehr so schlimm aus wie gerade eben. Aber zu meiner Ehrverteidigung. Bei dir. Ich hab halt noch nicht alle Punkte auf feindlichen Beschuss ausweichen. Was ist das denn für Cthulhu, der Mechs? Was denn? Das hier ist ein. Der Banshee. Das ist ein Stalker. Da ist doch gar nichts Cthulhu bei den Sachen. Das ist ein Atlas. Ja, weil du sagst, das alle Köpfe. Und das ist Cthulhu. Ja, ich weiß. Heilhydra und so. Heilhydra. Wenn du von mehreren Köpfen redest. Ersatzköpfe. Jeder braucht Ersatzköpfe. So. Kriegt man. Ja, das sind noch Multimission-Sachen. Weil die sind so tausende von Missionen und so ein Quatsch. Das da könnte noch ein. Ja, komm, fliegen wir mal darüber. Guck doch in die View Intel. Ja. Sehe ich da auch, was für Missionen das sind? Ja. Verdammt. Gut, wie von wem die Missionen sind und was das für Missionen sind. Das. Ja gut, da steht. Steiner hat einen Raid und. Und Daniel hat einen Defense, ja. Ja, guck mal, wir haben sie sogar. Und was für Max du finden kannst. Hier fehlen noch ein paar. Wir kriegen kein 100% Achievement, das ist ja doof. Ja, und zusätzliche Köpfe sind sehr gut zum Bauen, da hast du vollkommen recht. Ja, der 7D muss noch ein bisschen ausgepanzert werden. Es tut mir leid, aber wir machen jetzt hier, weil wir gerade da sind. Das war. Den Defense, weil wir brauchen die Reputation. Ich lass mich mal gerade eben auch mal auf Toilette gehen. Ja, klar. Ohne Defense? Oh, ich habe einen ganz wichtigen Termin. Ich muss was ganz Gefährliches machen, wie Socken sortieren. Wir können auch noch 6 Tage auf Fifi warten, falls du willst. Ja, das wäre sehr freundlich. Gut. Dann kriegst du Fifi wieder. Wir warten aber ganz kurz 6 Tage. Sockenpucken stricken. Ja, das ist sehr gefährlich, weil du kannst dich sehr stark damit verletzen. Also mit den Stricknadeln vor allen Dingen. Aber was sehe ich denn da gerade? Was hat Koto denn für einen Piloten? Wie sieht der denn aus? Das ist ja lustig. Ich wünschte, das würde dann auch tatsächlich im... hier irgendwo abgebildet werden. Aber hier sehen sie alle gleich aus. Und wieder da. Baby. Vor allem sehr wichtig. 34 ja. Millionen möchte ich gerne mal anmerken. Ja, ich weiß. Wir sollten vielleicht demnächst mal auf die Jagd nach neuen Mechs gehen. Ja, ja, das sowieso. Guck mal, hier wäre ein Battlemaster zum Kaufen. Und ein neuer Baroda. Ja, nee. Oh, und ein Viktor. Oh, der kommt mir bekannt vor. Ja, nee. Ja. Ach, der Havas, ja. Aber ein 4SP. Hunchback. Interessant. Das ist der mit den 2 KSM-Surfer. Also der Battlemaster ist interessanter in dem Fall. Ja, das sowieso. Was kostet der? 5 Millionen oder sowas. Keine Ahnung. Was war aber ein moderater Preis dann? Ich weiß es nicht. Aber... dann mache ich mich lieber auf die Jagd nach Hiromex. Oder nach komplett 100 Tonnen. Ja, der Battlemaster ist schon nicht schlecht. Der ist schon schön schnell, gut Feuerkraft. Achtung, Defense. Nicht alles kaputt machen. Bitte. Alles kaputt machen, alles klar. Ja. Oh, erstmal hier durch diesen Geschützturm durchlaufen. So, wo ist denn hier. Hat für mich. Ich glaube, ich renne da hinten zum Berg. Ja. Pass auf, da blitzt. Da kommen ein paar Flieger aus Norden.
hinter uns eine Zikade. Und eine und Phoenix aus Hawk. Osten. Ja, ich kümmere mich mal um den Phoenix Hawk im Norden. Wer ist da auf die Leber getreten? Ich. Ja, was haben die da auch? Wo ist denn der Phoenix Hawk, der hier rumrannte? Hier bei mir. Alle sind super hier bei mir. Du machst mal wieder Party und wählst uns nicht ein. Sei mein Gast. You're welcome. Ach, ich renne lieber hier außen rum und mach die Basis nicht kaputt. Das können wir dafür, dass sie uns in der Basis angreifen. Was weiß ich? Wir hätten uns schön für draußen verabreden können. Die wollten ja nicht, das sind Arschlöcher. Die sind total asozial. Richtig. Ach, da stehst du. Wieder auf der anderen Seite der Basis. Naja, die sind schon ziemlich zentral. Mittendrin eigentlich. Okay, bei mir sah es aus wie auf der anderen Seite, weil... Thunderbolt und Assassin. Ja, dann... Nimm mal den Assassin, der ist, glaube ich, näher bei dir. Ne, die sind beide gleich, ne? Alles klar. Will der Thunderbolt von mir? Ich weiß nicht, aber viel kann er dir nicht mehr. Also gar nichts mehr eigentlich. Und die Assassin kriegt mir im Nacken. Schön. Ja, nicht mehr. Was denn? Ja, ich guck dich an, ich sag Dankeschön und in dem Moment der Raketenstrauer. Sorry, war noch unterwegs. Aus Osten? Oh, wo ist denn jetzt Osten schon wieder? Ach, da. Ja, das Problem ist, meine Minimap dreht sich mit. Und da muss ich erstmal rausfinden, Norden, wo ist jetzt. Du hast oben einen Kompass, ne? Du hast oben? Ich wollte gerade sagen. Wo habe ich oben einen Kompass? Ich habe eine Zikada für dich hochgeschaltet. Ganz oben in der Mitte. Oh ja, stimmt. Keine. Das ist eine gute Idee. Da wird jetzt sogar die Richtung der Gegner angezeigt. Ja, die Gegnerrichtung, die sehe ich ja, aber das, den Kompass habe ich bis jetzt immer ignoriert. Was haben wir da noch? Da ist noch ein Rifleman. Alles klar, der kommt jetzt dran. Mehr da und den Locus, euer frei. Das war noch ein Panzerchen. Ja, ich glaube, der will Blacky. Kann man ihn in die Fresse haben. Wo ist er denn? Ah, da. Das war auch ein Panzer. Dann darf er jetzt halt mal meinen Goldenschrauber fressen. Ja, jetzt kriegt er wieder was von mir. Und was habe ich gemacht? Den größten Fehler: Laser und Raketen zusammen. Ja, gleich Abschaltung. Aus, die Engine ist aus. Ja. Kein Kontakt. Müssen sie jetzt kommen? Du redest schon wieder in der Mitte der Base. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Skorpion. Du, was das Schöne ist. Doch. Hey. Hm? Hallo. Hallo. Was denn? Ihr schießt auf mich. Nein. Ich hab links an dir vorbei. Ich merk das nicht. Ich hab links an dir vorbeigeschossen. Komm nicht für die Reparaturkosten aus. Stimmt, die gehen ja von meinem Konto ab. Ja, aber von meinen Keksen. Richtig. Wenn du auch im Weg stehst. So, erstmal wieder die Seite. Lala, noch 15 Stück. Ach, da kommen ein paar Chicken und ein paar Wings.
Da ist eine Mutter-Chicken. Ein Moorhuhn. Die Raketen jetzt geflogen. Ey, ihr habt mir tatsächlich eine Rückenplatte rot geschossen. Ihr blöden. Ich hab dich nicht bei getroffen. Doch, hab'st du. Nein. Dann war's krass. Nee. Ich hab dich gerade tatsächlich das erste Mal seit langem wieder vor mir gesehen. Oh, jetzt kommen schöne Sachen. Ich hab halt die ganze Zeit nicht gewusst, wo du steckst. Ein Viktor, den bitte priorisieren. Ja, ich hab den Viktor schon für unseren Großen aufgeschaltet. Da kommt was. Ja, oh. Schön in den Rücken. Immer fester rein, immer fester drauf. Die hatten sich was schon weg, sehr schön. So, ein bisschen schwer, wie aufgeschaltet, da ist ein Stalker. Oh. Ich muss kurz ein bisschen abkühlen, kleinen Moment und ja, weiter geht's. Geh mal mit in die Fresse rein, jawohl. Genau. Alter so. Schwede, wenn der Goldschauer direkt vor die Rutter kommt, ne? Was ist dann? Dann hast dann weißt du das. Dann weißt du, du hast alles richtig gemacht. So, was kommt jetzt? Da ist er. War der ist auch schon erledigt. Aber ich glaube, ich habe da noch was Fliegendes gesehen. Ja. Ich wollte gerade durchziehen und merke, oh, das ist ja der Rücken von der Banshee, der direkt zwischen mir und dem Adler steht. Da kommen noch ein paar, ein Wing und zwei Chicken. Ich habe schon wieder einen Arm verloren. Ja, das mit dem Dazwischenstehen habe ich auch gemerkt, dass ich da stand. Das fand ich nicht so gut, aber dann habe ich einfach die UAC genutzt. Ich hab durchgeschossen. Ich hab einen Todesboten für dich hochgeschaltet. Ja, ich hab ihn wieder verloren. Komm aus Osten. Also für dich aus Nord-Nordosten. Da ist er. Nein, das ist ein Oni. Yep. Und es ist ein toller Mech. Er ist awesome. Oha, oha, oha. Scheiße. Ah, oh, fickt euch doch. Ich geh doch schon dazwischen. Bitte, danke. Nee, nicht. Ich rede schon von den Arschlöchern. Ich hab mich ja irgendwie versucht, mit dazwischen zu schieben. Ja, ich war halt zu weit da hinten. Es ist. Wir haben ja echt noch den anderen Arm auch noch abgeschossen. Was haben die mit meinen Armen? Die sind halt Arm dran, also in dem Fall Arm ab. Ja. Die achten halt auf deine Diät. Ja. Wenn du nicht abspeckst, dann nehmen sie dir halt einen Arm ab. Bist auch leichter. Ja, wenn ich abspeck, dann krieg ich einen Handspeck, ne? Ja. Richtig. Ich glaube, wir müssen irgendwie mal einen Mech für dich finden, der keine Arme hat. Oh. Ach, gut, dass wir so 10 Tonnen haben zum 10. Vielleicht gibt es ja eine Nein, keine gute KSR. Nur 2er. Ja, aber wenigstens hat mein Pilot überlebt. Das ist mal was Neues. Vor allen Dingen. Ihm geht es gar nicht mehr darum, dass er nicht irgendwie auf die Krankenstation kommt, sondern wirklich tatsächlich nur, dass er überlebt. Ja, du machst da was falsch. Der rennt dann immer mit dem Kopf durch die Wand. Ja, wenn er das wie. Nein, in dem Fall macht er das wahrscheinlich mit den Armen zuerst.